Hallo meine kleinen Mäuschen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe euch geht's gut, ich hoffe ihr seid gesund. Ich weiß, dass die letzten Monate vielleicht nicht die einfachsten von euch waren. Ja, man muss mit der Einkaufsmittelschutzmaske rumlaufen, ja. Es finden keine Konzerte mehr statt und was soll ich sagen, das Saturn dazu. Ich musste mir für Animal Crossing die Karten online besorgen, ja. Ich wollte um Saturn genau dazu gehabt, ja. Auch mein Leben ist nicht das einfachste gerade. Man darf nicht rausgehen, ja, man soll 2 Meter Abstand haben und sowas. Und es ist eine komische Situation, ja. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich sehr viele von euch belastet. Und wer mich kennt, weiß auch, dass Videospiele nicht wirklich eine beruhigende Wirkung auf mich haben. Feuert! Ich bin ein Baby! Der Dorn! Der Geschlecht! Der weiße Hai! Das Ding ist jetzt aber, ich habe mir überlegt, was könnten wir tun, was uns alle ein bisschen runterbringt. Was könnten wir tun? Ein Buch lesen? Für das 14. Jahrhundert, das grüßen Bücher, oh. Nein, ein Film schauen, ah, haben schon alle gesehen. Und als ich aus dem Fenster geschaut habe, ist es mir wie ein Schleier vor die Augen gekommen. Ich wusste sofort, was ich zu tun habe. Ich habe nämlich aus dem Fenster geschaut und habe ihn gesehen. Den Bob Ross. Und der Bob Ross hat zu mir gesprochen. Hat gesagt, Kapuze, du musst malen. Kapuze, du musst malen. Habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee. Wer nicht weiß, was Bob Ross ist, Bob Ross ist ein Mensch, der mehr chillig geht nicht. Wenn ich ein Land beschreiben müsste, wie Bob Ross ist, dann würde ich sagen Amsterdam. Ein wirklicher Begriff ist er mir erst geworden wegen Twitch. Da gab es immer ein paar Folgen, wo der dann gepinselt hat. Aber kurz zusammengefasst, Bob Ross ist ein Maler, der früher beim Militär war. Ja, dieser liebe Kerl, der hier gerade seinen Pinsel schwingt, ja, und einen Spatz malt und ein liebes Eichhörnchen hat, ja, dieser Typ war beim Bundesheer, der war beim Militär. Und dann hat er sich gedacht, nee, ich mache jetzt nicht mehr, ich kehre dem Militär den Rücken zu und ich mache jetzt, ich mal jetzt. Und wer Bob Ross schon mal gesehen hat, der wird merken, der ist richtig chillig, der Typ. Dann beschreibt immer so a happy little tree. Das ist seine Catchphrase, ist happy little tree. Paint several little happy trees. Oder wenn er seinen Pinsel da hier säubert, ja, dann kommt, dann sagt er immer, er beat the devil out of him. Den Teufel haut aus dem Teppel, aus dem Pinsel haut den Teufel raus. Then we'll shake it off. And just beat the devil. Und das Ding ist, dass Bob Ross so ein bisschen so eine Kultfigur im Internet geworden ist. Und das Ding ist jetzt, und jetzt gibt es ein Secret, was keiner von euch weiß. Nämlich, ich kann nicht malen. Ich bin ein Mann vieler Talente. Ich kann viel schreien, laut sein und reden, aber ich kann nicht malen. Wir haben mal eine Folge Matt gespielt mit Pandoria und Tobi und Funk und Gronk war auch dabei. Der Gronk. Dann haben wir eine Folge gespielt und da haben wir Scribble.io gespielt, ja. Und Scribble.io ist, wo du was zeichnen sollen, sollen sie raten. Und Leute, das ging nicht gut für mich aus, ja. Ich musste dann den Locher malen. Hier da. So ein bisschen. Und so, ne? Ja. Wollte ich auch sagen. Das habe ich jetzt aber auch gewusst. Das war ein großer Fehler. Es tut mir leid, dass ich. Ja, was? Ein Locher! Ich meine, oh, ein Locher! Das kommt ja nicht von irgendwo. Ich dachte, das wäre ein Klokasten. So, meine kleinen Mäuschen, ich war einkaufen und ich habe ein paar Sachen besorgt. Ja, hier haben wir unsere Leinwand, ein paar Farben besorgt. Mal zwei, falls wir ein bisschen mehr brauchen, ja. Pinsel habe ich auch besorgt, ja. Ich habe den Bob Ross übrigens auch dabei. Hey, welcome back. Fuck, wie geht das auf? Habe ich auch mit. Na bitte, Katana ist immer nice. So. Oh, das greift sich aber. Das greift sich komisch. Irgendwie? Das ist so rau. Das war schon unangenehm. Was habe ich da? Hölzer. Ja, fürs Grillen dann später, ne? Ich habe auch keine Staffelei. Ja, ich habe hier einen Sessel. Da kommt es so drauf. Ich habe keine Staffelei. Sorry, ich bin kein Maler. Ja, hier habe ich einen Kaffeehag. Nehmen wir Liter. Um zu stabilisieren. Eigentlich schon wie beim Bob Ross. Bastelspaß kann eigentlich schon beginnen. Wenn ich den Bob Ross so hier vor mir sehe, dann sehe ich bereits, dass er mir schon um Meilen voraus ist. Nämlich, er hat so ein Malding. Weißt du, was ich meine? So, da, wo die Farbe draufkommt. Ja, ich habe hier die Farben, so. Ich habe hier den Wagner, Steinofen. Ja, also den hätte ich. Ich weiß nicht, ich tropfe die Farbe durch, weil eigentlich könnte man auch, wie soll man so, ich könnte eigentlich die,
Die Farbe, so. Moment. So, das Ding ist, was ich gefunden habe. Ich habe so ein Brett. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht so elegant, wie was der Bob hat. So dupf, hä? Wie gesagt, der Kunst kommt doch nicht aufs Stehen, sondern aufs Stehen. I'm glad you could join us today. I thought today we'd do a painting. It just has a lot of color in it, one that'll make you feel good inside. That's good! And I've just covered the entire canvas with a very thin, even coat of liquid white. So the canvas is all wet and we can literally blend color up there. Fuck! Okay, also Bob Ross hat bereits jetzt schon gesagt, dass das ganze Ding mit weiß angemalt hat und das ist nass. Bei mir ist es... Ich hab hier Wüste. I don't know. Ich glaube, überspringen wir das einfach? Ich will es nicht nass machen. Das traue ich mich nicht. Ich habe eher feuchte Aussprache. Also ich glaube, das überspringen wir. Das muss eine der früheren Episoden gewesen sein. Da hat er sich noch nicht so gut auskennt. Ich glaube, mit dem Weiß überspringen wir. Ich möchte übrigens dazu sagen, bevor jetzt einige von euch schon bereits lachen, ich versuche wirklich ein gutes Bild zu machen, ja? Also ich versuche jetzt nicht irgendeinen Blödsinn, sondern das soll gut werden, ja? I don't even have to clean the brush. Okay. Das schafft, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. So. Na schau. Naja, da bin ich drin. So wie er. Als würde ich wem eine Ohrfeige geben. Hallo, mein kleiner Bobbeltippini, das habe ich gemalt. Ich wollte euch nur sagen, danke, dass ihr das Video anschaut. Ich hoffe, es gefällt euch bisher, ja? Das habe ich für die Noah vor ein paar Tagen gemalt. Das ist schon sehr gut, aber ich hoffe, das Endbild gefällt euch noch besser. Ich wollte aber nur fragen, wenn ihr schon dabei seid, gebt mir vielleicht ein kleines Like oder gebt einen Kommentar, ein Liebes, schreibt es mir ein Liebesbrief, da freue ich mich dann drüber, wenn ich es im Nachhinein sehe, ja? Oder teilt es, schickt es der Oma oder der Freundin oder heimlichen Feierin. Ich mag es eigentlich nicht zu betteln, aber es ist halt so blöd wichtig auf YouTube und deswegen hoffe ich, dass das okay ist, dass ich da jetzt mit meiner Ente reinkomme. Aber ich gehe schon wieder. Viel Spaß beim Video. Quack, quack, tschüss. Ich gehe schon. Tschüss. Das Ding ist, unter uns sitzt, kann ich ja sagen, wir sind ja Künstler, unter uns malen. Das Hirn muss sich mit dem Pinsel verbinden und das braucht ihm am Anfang ein bisschen. Wie macht er das? Ich kriege einen Krampf. Ja, weißt du, das Ding ist, ich glaube, bei der Kunst muss man es auch nicht so genau nehmen, ja? Das ist die Grundierung, das ist das, was man am wenigsten sieht. Weißt du, vielleicht ein bisschen Wasser rein, hä? Den Pinsel in Wasser tauchen, damit sich das ein bisschen mehr verteilt. Ja, ja, na, das ist ja schon viel besser, hä? Schaut her. Schatz, wie der Pinsel mich führt. Der Pinsel weiß genau, was er tut. Oh, jetzt kommt Rot. Rot. Gorgeous, gorgeous color. Rot. Sind wir bei Rot. Rot, Rot ist Phase 2. So ab dem so einen roten Fleck. Und, oh, ich hab jetzt, das ist nämlich... Ein bisschen Wasser dazu. Oh, auf dem Teppich. Scheiße. Hat keiner gesehen. Oh, ich hab Angst. Oh je. Oh je. Ich kann gar nicht hinschauen. Er hat gesagt, careful, ich bin voll drin. Na bitte, na schau. 1:1, oder? Wenn ich jetzt Bob Ross unterschreibe, mal Geld auch noch, ne? Let's do the rest of the sky in. Let's use a lavender color. Lavendel? Proportionately. Much more crimson than blue. Was macht er für eine Farbe? Crimson. Lila. Here and there and there and here. Wie macht man lila? Noah? Weiß ich, wie mache ich lila? Rot und blau? Rot und blau. Au! Am Boden sitzen ist irgendwie Arsch. Blau und ein bisschen rot. Und das trifft sich hier. Oh! Purple! Purple habe ich. Und da einfach drüber. Einfach drüber. Und rot. Ich habe mich angemalt. Das traue ich mich hier nicht, da schlagt mich der Noah. Noah, ich brauche ein neues Wasser. Sieht das irgendwie... Sieht es irgendwie... I don't know. Let's have a big cloud. Was macht er? Maybe in our world they're also, er hat rosa, leicht rosa Wolken gemacht. Und rot und weiß ist... Ja, ha? Bisschen am rosa, das ist da oben, da so. Don't just try to copy what we're doing here. Don't just try to copy over here, der Bob kriegt sich. Also das heißt, alles was er sagt ist, kopier es nicht, sondern lass dich vom Pinsel führen. So wie wir Malermäuschen das machen. Mir ist auch wurscht, ich schau gar nicht hin. So darüber, we just let it happen.
Bei mir gehen die Wolken nach oben. So. Es weht, es zirkt. Bah! Whatever. 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 Das geht. Whatever. Whatever. Und dann soft. Soft little brush. Gentle, gentle, gentle. Fuck, da ist nichts gentle bei mir ist so Arsch. Jetzt hat er irgendwie rot. Bei mir sieht es sich aus wie Wolken. Least little touch of the tail. Little touches bei mir. Das ist bei mir in Bam so zart. Bei mir ist es so ein Vulkan. Nice, be careful that you don't hit that yellow though. Don't hit that yellow though. Bei mir ist gar nichts mehr gelb. Der Pinsel ist ein Arsch, Bob. Very soft. Von einem gemütlichen Gemälde in abstrakte Kunst von 0 auf 100 gegangen, ja. I don't know, aber vielleicht schaut es gut aus am Ende, wenn ich einen Baum dazu mache. Ich kann nicht malen. Ich habe auch keine Geduld dafür. Das ist mein größtes Problem, Geduld. Alles über eine Stunde dauert, außer Minecraft Hardcore ist zu lang. Ich glaube, mein größtes Problem ist so ein bisschen... Was ist das? Das hat bei mir nicht hingehauen. Ich habe das probiert. Das ist keine Wolke. Das ist ein Unfall. Jetzt hat er eine Spachtel. Vorher nehme ich eine Spachtel. Ich bin ja kein Maurer. But this rascal is something else. I have never seen a squirrel this big. So, zu kritisch zu mir. Vielleicht ist es ganz okay sogar. Ja, vielleicht ist es ganz okay. Oh, wir machen Bäume! Okay, Bäume, jetzt ist interessant. Ja, das geht. Da geht, da bin ich dabei. So, schaut, wie das einblendet. Und ich glaube, wir sind fertig. Ha? Also, wenn ich das jetzt so anschaue, nein, ist ein bisschen dunkler geworden. Aber sonst finde ich es eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich mag meinen sogar mehr als seins. Mein schaut ein bisschen wilder aus, ha? Kids-Stimmung nenne ich das Bild. Neu! Schau nur, das habe ich versucht zu machen. Ja. Schau, du musst sagen, hier der Himmel, da sind viele Farbakzente drin. Da auch. Ja, im Gesicht auch. Signatur. Ja, das kann man lesen. Das ist mein Bild. Ich finde es eigentlich cool, aber es hat halt so ein... Ja, ein bisschen Herr der Ringe. Das Ding ist, dieses Weiß war geschissen. Ja. Und bei mir ist so ein bisschen Mordor, ha? Aber nicht schlimm, oder? Nicht schlimm. Ganz ehrlich, dafür, dass du nicht malen kannst und dass du, glaube ich, noch nie auf einer Leinwand gemalt hast nee. In deinem Leben, finde ich das nicht schlecht. Ja? Was ich beim Bob sehe, ist so ein bisschen eine Spannung. Ja. Was ich bei dir sehe, ist so ein bisschen mehr Chaos. Ja, und ansonsten hoffe ich, euch hat mein Bild gefallen. Sagt es mir gerne in die Kommentare Bescheid. Wenn es gefallen hat, kommt, seid aber schon lieb zu mir. Komm, so wenn ich genau hinschaue, sehe ich auch den australischen Waldbrand. Ja, ich finde es sehr schön. Sagt es mir gerne Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns am Mittwoch oder am Sonntag im Livestream, gell? Hab euch lieb, passt auf euch auf und bleibt gesund, gell? Tschüss, tata! Muah.